Das hier ist sie also, die neue Canon EOS 200D. Super kompakt. Und was erwartet euch? An der Seite einmal ein Anschluss für eine Fernsteuerung sowie ein Anschluss für ein externes Mikrofon, das hier oben auf dem Blitzschuh drauf passt mit einem integrierten Blitz. Hier oben das Wahlrad und ein voller manueller Modus. Einmal ein kleiner Schalter zum Anmachen der Kamera. Dann für den Videomodus an oder aus, um die ISO festzulegen. Die Kamera liegt sehr gut in der Hand. An der Unterseite das Akkufach mit dem, ich glaube, das ist der LPE 17. Ja, es ist der LPE 17 Akku mit seinen 1040 mA für ca. 500 Aufnahmen. Und daneben der Slot für die SD-Karte. Ja, auf der Unterseite finden wir dann natürlich auch noch ein Gewinde für ein ganz normales Stativ. Und hier ist dann natürlich der Schwenkdisplay, der diese Kamera natürlich prädestiniert für Videoblogs macht. Benutzen könnt ihr alle EF- und alle EFS-Objektive. Was halte ich jetzt von dieser kleinen Kamera? Dafür, dass es sich hier um eine Spiegelreflexkamera handelt, enorm klein, super nice, wer jetzt nicht viel Gewicht mit sich rumschleppen möchte. Und die Kamera macht auch von der Verarbeitung her einen ordentlichen Eindruck. Freunde, los geht's! Die EOS 200D von Canon gibt's für rund 600 Euro, wahlweise auch im Kit mit einem Objektiv dazu. In drei verschiedenen Farben gibt es das Modell, die alle unterschiedlich viel wiegen, aber im Schnitt um die 560 Gramm. Der Fokus ist rasant schnell, ob im Live-View oder durch den optischen Sucher mit seinen neuen Autofokuspunkten. Via 7,7 cm Touch-Display lässt sich die Kamera super leicht und intuitiv bedienen. Für jeden Fotoeinsteiger oder Blogger genau das Richtige zum einigermaßen günstigen Preis. Am Ende des Videos gibt es den Mikrofontest, bis dahin schauen wir uns die Kamera noch einmal genauer an. Via Touch könnt ihr ganz einfach den Fokus setzen, eure Objekte verfolgen und natürlich durch eure Fotos wischen. WLAN, NFC und Bluetooth sorgen für eine kabellose und auch kostenlose Verbindung zwischen eurem Smartphone und Kamera. Die Anleitung gibt es auf meinem Kanal. Viele vergessen, dass ein gutes Objektiv das A und O für tolle Fotos und Videos ist. So lassen sich auch mit dieser Kamera tolle Porträts schießen mit dem immer so geliebten unscharfen Hintergrund. Das Objektiv macht dabei am meisten aus. Daher denkt an das richtige Objektiv. Dabei lassen sich Videoclips in Full HD mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde aufnehmen, was für ein flüssiges Video sorgt und euch ein bisschen Slow-Motion-Feeling geben kann. Das geringe Gewicht und der verbesserte Griff im Vergleich zur Canon EOS 100D machen die Kamera ideal für den nächsten Städtetrip. Dabei macht die Fotoqualität einiges aus und die muss sich bei dieser Kamera nicht verstecken. 24,2 Megapixel sorgen für scharfe und detailreiche Fotos. Dabei könnt ihr bis zu 5 Bilder in der Sekunde im Serienbildmodus schießen und euch auf einen präzisen Fokus verlassen. Ideal für den Spielfeldrand, um eure Kinder beim Sport aufzunehmen. Neben einer leichten Bedienung stehen euch diverse Kreativfilter zur Verfügung. Dabei lassen sich HDR, Schwarz-Weiß-Fotos oder andere Looks ganz ohne Nachbearbeitung in Windeseile erstellen. Wer dann im nächsten Urlaub einen Platz am Strand gefunden hat, kann mit der integrierten Zeitrafferfunktion den Sonnenuntergang festhalten. Intervall sowie die Anzahl der Aufnahmen kann festgelegt werden. Die Kamera erstellt euch einen fertigen Zeitraffer als Full-HD-Video. Nachteil hier, ihr könnt die Bildrate nicht selber festlegen, was ich allerdings bei allen Canon-Modellen bemängeln muss. Als letztes werfen wir noch einen Blick auf die Lowlight-Performance. Dazu sind wir im Lobster in der Wallstraße in Frankfurt unterwegs. Alle Fotos können sich locker bis ISO 6400 sehen lassen. Aber selbst bei der maximalen ISO von 25600 macht die Kamera einen guten Eindruck. Wer die Fotos für Instagram oder Facebook nutzen möchte, zum Beispiel als Foodblog, braucht sich hierbei keinerlei Sorgen zu machen. Denn auf den Mini-Displays eurer Smartphones sieht man die ISO eh nicht. Für Omas Fotoalbum könnt ihr auch bis zur maximalen ISO gehen. Wer mal ein Poster drucken möchte, dem empfehle ich, nicht über ISO 6400 zu gehen. Von meiner Seite her gibt es bei der Kamera gar nichts auszusetzen. Super kompakt, leicht und sehr einfach zu bedienen. Ideal für Fotoeinsteiger, Blogger oder Leute, die sich ein Zweitbody gönnen möchten. Ihr könnt zudem einfach alle Canon-Objektive nutzen, egal ob EF- oder EFS-Mount,
Und die Lowlight-Performance darf man bei diesem Modell natürlich auch nicht unterschätzen. Der Schwenk Display macht einen sehr hochwertigen Eindruck und bei der Nutzung des passenden Objektivs gibt's noch geile Fotos. Danke Alisa, GM Foto und Canon Deutschland für das Bereitstellen dieses APS-C-Schätzchens. Euch viel Spaß beim Nachkaufen und beim Betrachten der Beispielfotos, die es für private Zwecke in der Videobeschreibung als Download gibt. Daumen hoch, Abo nicht vergessen, Fragen und Anregungen unter dieses Video. Bis bald aus der kleinen Großstadt in Deutschland, Frankfurt. Tschüss. Hier nochmal der Test mit dem internen Mikrofon. So hört sich das an. Ich würde euch aber ein externes Mikrofon auf jeden Fall empfehlen. Zum Vloggen eignet sich am besten das 10 bis 18 mm Objektiv.